Listen to me now. Sitzung des Ministerrates. Herr Bundeskanzler, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, Herr Bildungsminister. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Sitzung des Ministerrats begrüßen und darf vielleicht zunächst wieder mit einer guten Nachricht beginnen. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin gering. Wir sind nach wie vor auf einem niedrigen zweistelligen Niveau. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass viele Bundesländer mittlerweile gar keine Neuinfizierten mehr haben. Einige Bundesländer das sogar immer wieder mehrere Tage in Folge schaffen. Das führt auch dazu, dass wir unseren Plan der Wiederöffnung unserer Wirtschaft, unseren Plan der Wiederöffnung unseres Landes fortsetzen können. Sie wissen, am 15. Mai, also Ende der Woche, wird ein bedeutender Schritt gesetzt mit der Öffnung der Gastronomie und gleichzeitig mit der Wiederöffnung auch des Unterrichts an den Schulen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass die Zahlen auch hergeben, dass wir diese Schritte setzen können. Ein weiteres Thema, das für uns als Binnenland, als exportorientiertes Land, als Tourismusland natürlich höchst relevant ist, ist die Frage der Situation an den Grenzen. Und ich bin froh, dass wir in mehreren Telefonaten in den letzten Tagen zwischen dem Innenminister Nehammer mit seinem deutschen Amtskollegen, aber auch zwischen mir und Angela Merkel, zwischen der Kommissionspräsidentin und mir einen Weg finden konnten, wie wir mit den Grenzen in den nächsten Monaten umgehen wollen. Wir haben uns mit Deutschland darauf verständigt, dass wir ab 15. Juni die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland vollkommen öffnen wollen, sofern das die Infektionszahlen auch hergeben. Wir sind mit der Schweiz und Liechtenstein in Kontakt, um ein ähnliches Prozedere zustande zu bringen. Und wir sind natürlich auch mit unseren östlichen Nachbarn in Kontakt, um Lösungen hier an unseren östlichen Grenzen zu finden. Klar für uns ist, dass einige Staaten in einer besonderen Situation sind, insbesondere Italien, und daher hier auch ein anderes Vorgehen notwendig ist. Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir selbstverständlich auch einen möglichst ungehinderten Personenverkehr zulassen. Das Motto ist klar, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkungen wie notwendig. Alle diese Schritte werden selbstverständlich immer mit einem starken Blick auf die Zahl der Neuinfektionen gesetzt. Das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, ist unsere wirtschaftliche Situation. Wir erleben, dass durch das Wiederöffnen des Landes, das Hochfahren der Wirtschaft durch die rückläufigen oder niedrigen Zahlen an Neuinfektionen Gott sei Dank auch wieder mehr Menschen in die Arbeit und in die Vollbeschäftigung zurückkehren können. Und wir haben uns natürlich alle vorgenommen, das bestmöglich zu unterstützen. Das bedeutet, dass ich froh bin, wenn die Bevölkerung heimische Produkte kauft und auch regional konsumiert. Aber natürlich leisten wir als Regierung auch dort einen Beitrag, wo wir das tun können, insbesondere durch Investitionen. Und so freut es mich, dass wir Sie heute darüber informieren dürfen, dass wir an den österreichischen Schulen in den nächsten 10 Jahren über 2,4 Milliarden investieren werden. Wir haben heute im Ministerrat ein Schulentwicklungsprogramm beschlossen, Investitionen im Bereich der Bundesschulen mit dem Ziel, neu zu bauen, zuzubauen, zu sanieren und natürlich die Digitalisierung voranzutreiben. Es wird ein Modernisierungs- und Digitalisierungsschub für die österreichischen Schulen sein und ich darf mich ganz besonders beim Bildungsminister dafür bedanken, der dieses Schulentwicklungsprogramm ausgearbeitet hat, der es am Boden bringen wird und der jetzt auch gemeinsam mit dem Vizekanzler, dem Finanzminister und mir entschieden hat, dass wir dieses Programm vorziehen wollen, weil es gut für die Schulen ist, aber zugegebenerweise, weil es natürlich auch ein Konjunkturmotor für die regionale Wirtschaft ist. Wir sprechen hier von 270 Bauprojekten in ganz Österreich auf das ganze Bundesgebiet in den Regionen verteilt. Das war's
Von meiner Seite ein Dank an den Bildungsminister und an den Vizekanzler und ich darf weitergeben. Ja, danke schön. Danke für Ihr Interesse. Einleitend zur Wirtschaft noch einmal. Die Zahlen im epidemiologischen Bereich sind ja so gut, dass wir uns diesen Themen vordringlich zuwenden können. Der Herr Finanzminister hatte heute hier an dieser Stelle da ja schon erwähnt, dass jetzt in dem großen Corona-Hilfsfonds auch die Zuschüsse jetzt genau in Richtlinien rausgehen. Ich halte es deshalb noch einmal für wesentlich, weil es ja da darum geht, dass wir nicht nur mit Garantien die Kredite absichern, das ist auch wichtig, vor allem für größere Summen und Liquiditätsfragen, aber jetzt geht es schon darum zu erkennen, dass auch Kosten übernommen werden, die eben nicht rückzahlbar sind und in dem Zusammenhang etwa eine andere Unterstützungsmaßnahme des Gastronomiepaket für die Wirtinnen und Wirte, weil da manchmal gefragt wird, na, diese Maßnahme ist nicht so für diese, aber man muss schon zusammenzählen. Es sind viele hunderte Millionen, um die es geht und jede Maßnahme ist so konzipiert, dass sie im Bereich des nächsten halben Jahres oder die nächsten 10 Monate, wenn Sie so wollen, sie sind so konzipiert, dass das genau in den Kassen der Wirtsleute bleiben soll und nicht anders. Und insofern gibt es jetzt überall Nachrichten, wo hier im Allgemeinen, aber auch im Speziellen, was nicht nur angedacht ist, sondern schon beschlossen wird eben gerade. Hier ging es um die Frage der Investitionen, die schulischen Aspekte wird ja der Herr Bildungsminister genauer ausführen, aber wie schon angedeutet, ist das natürlich genau eine typische konjunkturpolitische Überlegung, wenn wir sagen, wir haben ein 10-Jahres-Programm und da oder dort kann man was vorziehen, unter Beobachtung der Baukonjunktur, wo jetzt genau die Nachfrage ein bisschen schwächer wird. Wir machen das ja auch im ökologischen Bereich, wenn wir sagen Gebäudesanierung, wenn wir jetzt sagen vorziehen bestimmte Bauten, da haben wir ja als Bund unmittelbare Einwirkung, das sind ja Bundesschulen hier gemeint, oder auch bei anderen Bauprojekten, werden wir uns genau anschauen, wie jeweils die Auslastung der Bauindustrie ist, weil schon langsam kommen wir zu Pakete, dass wir es wirklich schaffen können, dass hier wir ins nächste Frühjahr, Sommer hinein, und das ist glaube ich mal eine gute konjunkturpolitische Perspektive, bis zur Vollauslastung wieder kommen können. Vor Corona war ja die Bauwirtschaft in Wahrheit angespannt und wir werden jetzt aber danach trachten, dass wir hier das genau entsprechend manövrieren können und da kann der Bund eben selber was unternehmen und ich finde, das ist da genau eine gute Sache. Darüber hinaus gibt es Modernisierungsmaßnahmen, Sie wissen ja, ökologisieren, regionalisieren, digitalisieren, auch da ist schlummern Investitionen, wenn man bei der IT-Infrastruktur das jetzt genau gerade im neuen schulischen Bereich entsprechend mitdenkt. Ja, und der angesprochene ökologische Bereich, der kann Sie wirklich sehen lassen hier bei diesen Neuausrichtungen, bei diesen Bundesschulgebäuden. Es ist ausdrücklich vorgesehen und bin sehr dankbar und eigentlich beeindruckt, wie das schon vorbereitet wurde. Auch schon von anderen, nicht nur seit wir in der Regierung sind, ich möchte das manchmal dazu erwähnen, dass auch Vorgängerregierungen oder Minister hier schon gearbeitet haben. Hut ab, wir haben hier reihenweise ökologische Kriterien, die natürlich so ökonomisch vertretbar sind, dass sie auch noch halbwegs effizient finanzierbar sind. Apropos effizient, es geht hier um Energieeffizienz, es geht hier um die Frage der Einspeisung von Energie, wenn Sie so wollen, Photovoltaik, Wärmerückgewinnung, Geothermie, Solarthermie, alles wird alles berücksichtigt und in den Schulen, wo noch Ölkesseln jetzt drinnen sind, wird auch danach getrachtet, dass man die im Zuge solcher Programme in den nächsten Jahren auch noch austauschen kann. Aber wenn wir sagen, 1 Million Dächerprogramm zum Beispiel, ganz grundsätzlich in Österreich, bei den Privaten, auch in der Wirtschaft, bei den großen Gewerbeflächen, da geht ja ganz viel eben auf den Dächern.
sichern und dann eben vorbildwirkend bei den öffentlichen Gebäuden, dann ist da sehr, sehr viel drinnen. Wir hätten ja die Idee, dass wir das bei der Bundesimmobiliengesellschaft noch weiter vorantreiben und bei den Schulbauten, gerade wenn sie neu kommen, kann man das sehr, sehr gut machen. Und auf diese Art und Weise, wenn wir das Million-Dächer-Programm so interpretieren, über die privaten Haushalte, dass das jeweils 5 Kilowatt Peak-Leistung dort oben sind, dann gehen hier natürlich viel mehr drunter. Und auf die Art und Weise bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir in unserem 10-Jahres-Vorhaben diese 1 Million Dächer mit den entsprechenden Leistungen zustande bringen, gerade dort, wo wir eben auch selber Einfluss haben. Abschließend, es ist auch die Ökologisierungsfrage für die Gesundheit der Kinder, des Lehrpersonals und alle, die sich dort rumtreiben sozusagen, auch noch wichtig bei diesen Kriterien. Da geht es um Raumluftqualität, da geht es um natürlichen Lichteinsatz, das mindert schon wieder die Stromkosten. Also es ist wirklich relativ gut durchdacht. Noch einmal Kompliment. Und in allen großen Linien werden wir versuchen, die besten Kriterien einzuhalten, die hier von diesen Programmen immer wieder kommen, wie etwa die aktuellen Empfehlungen von Klimaaktiv, die aus dem Umweltministerium kommen, sollen natürlich alle eingehalten werden. Und das wird sich eben auswirken auf wesentlich verringerten CO2-Ausstoß. Das wird das Ergebnis sein. Wir haben reduzierte Bodenversiegelung für das, was dort gemacht wird. Da kann man ja drumherum einiges machen. Und wir erhöhte Grünflächenanteile, die Verwendung der Baustoffe, Stichwort noch einmal Gesundheit, bis hinein in die Innenräume wichtig. Und so ist das wirklich eine runde Sache. Und spreche hier einfach ab und gebe weiter an den Herrn Bildungsminister, weil natürlich in diesem Schulentwicklungsprogramm ja auch die Notwendigkeiten der schulischen Schwerpunkte eine Rolle spielen, etwa wenn es um ganztägige Formen geht, da braucht man natürlich Ausbaumaßnahmen und vielleicht darf ich an der Stelle dann eben übergeben. Vielen Dank. Dankeschön für die freundliche Einleitung. Wir werden in der Tat in den kommenden Jahren viele Schulen neu bauen und in den kommenden Tagen werden wir die seit 16. März weitgehend geschlossenen Schulen wieder eröffnen. Kinder, Lehrer, Eltern freuen sich gleichermaßen auf diese Schulöffnung. Und wir sollten ihnen auch die Freude lassen und nicht nur immer den Blick auf das werfen, was am Anfang vielleicht noch nicht ganz perfekt läuft, sondern letztlich auf das, was uns gelungen ist. Und die Schule, sage ich auch gleich dazu, wird an diesen sogenannten Fenster- oder Zwickeltagen offen haben. Über 90% der Schulstandorte in Österreich haben sich dazu bekannt, diese Schulen freiwillig aufzusperren. Ich denke, das ist ein ganz klares Votum und dieses Votum freut mich sehr. Es ist eben doch Berufung und nicht nur ein Beruf, Lehrer und Lehrerin zu sein. Zum Schulentwicklungsplan möchte ich 4 Punkte vielleicht nachrechnen. Der SCHEP, so wie wir ihn im Jargon nennen, der SCHEP ist ein Plan und ein Prozess zugleich. Die Bildungsdirektionen der Länder haben gemeldet, welche Bundesschulen saniert, vergrößert oder neu gebaut werden sollten. Mein Haus hat dann diese Vorschläge gesammelt, geprüft, redimensioniert, Normgrößen angewendet, die demografische Entwicklung hinterlegt und letztlich dann diesen SCHEP formuliert. Der SCHEP ist also so etwas wie ein Endpunkt eines längeren Diskussionsprozesses und ich danke auch allen Beteiligten für das Aufeinanderzugehen. Der Plan ist ein Plan, aber er ist nicht starr. Angesichts des langen Planungszeitraums sind Nachjustierungen notwendig und erlaubt. Was konstant bleibt, ist die Summe, die wir für das Schulentwicklungsprogramm reserviert haben. Aber innerhalb dieser Summe kann man kostenneutrale Veränderungen vornehmen und man kann auch Vorziehungen vornehmen, soweit dies sinnvoll ist. Pläne, die über einen 10-jährigen Zeitraum starr sind, gehen an der Realität vollkommen vorbei. Pläne, die aber nur flexibel sind, braucht man auch nicht, denn sie geben keinen Halt. Der Schulneubau, unabhängig vom Schultyp, folgt im Wesentlichen der demografischen Entwicklung in Österreich. Ich habe Ihnen dazu, und das sehen Sie mir nach als ehemaligen Professor für Geografie, 2 Karten mitgebracht.
Die erste Karte zeigt die durchschnittliche Wachstumsrate der 0- bis 15-Jährigen, also im Wesentlichen sozusagen die Zielgröße für die Schüler und Schülerinnen von 2019 bis 2040, basierend auf der Bevölkerungsprognose von Statistik Austria. Wir haben hier die wachsenden Bezirke in Rot und Orange eingefärbt, die Bezirke mit Rückgang in Grün und mit starkem Rückgang in Blau. Sie sehen, das Wachstum der 0- bis 15-Jährigen ist in den östlichen und westlichen Bundesländern signifikant und überall sind es die Stadtregionen um die Bundeshauptstadt, aber auch um die Landeshauptstädte, die einen hohen Wachstum an 0- bis 15-Jährigen aufweisen werden. Und einen Rückgang verzeichnen die Bezirke außerhalb der Stadtregionen in den abseits gelegenen Tälern des alpinen Raums. Der Motor dieser ungleichen Entwicklung ist Migration, Zuwanderung aus dem Ausland, aber auch innerösterreichische Wanderung. Ungleiche Geburtenentwicklungen spielen hier de facto keine Rolle. Die nächste Karte zeigt die Bautätigkeit. In stark wachsenden Regionen sind klarerweise Neubauten und Erweiterungen vorgesehen. In Regionen mit abnehmender Zahl an Kindern und Jugendlichen werden die Schulen saniert und umgebaut. In jeder Region soll aber, und danach trachten wir, eine entsprechende Vielfalt und Dichte von Bildungseinrichtungen existieren. Das ist, denke ich, ein Gebot auch von Bildungsgerechtigkeit. Wir müssen daher die schulischen Einrichtungen auch in den Schrumpfungsregionen auch dann erhalten, wenn vielleicht die Auslastung nicht mehr so gegeben ist. Das Schließen von Schulen ist immer ein Signal für die jungen Familien wegzuziehen. Schulen sind für einen lebenswerten ländlichen Raum essentiell und ein lebenswerter ländlicher Raum ist essentiell für Österreich. Der SCHEP, das Schulentwicklungsprogramm, legt Standards fest. Kanzler und Vizekanzler haben darauf hingewiesen. Wir wollen im Rahmen der Sanierung oder des Neubaus klarerweise weitere Ziele erreichen. Das eine ist eben ganztägige Schulformen im Unterstufenbereich ermöglichen. Wir müssen daher entsprechende bauliche Voraussetzungen treffen, wie Mensen, Aufenthaltsräume, Lernräume, Ruheräume und anderes mehr. Wir wollen nachhaltig bauen, darauf wurde hingewiesen, Geothermie, Solarthermie, Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlagen, das sind alles Dinge, die wir realisieren werden, maßgeschneidert für die jeweilige Schule. Und wir halten uns hier an das sogenannte Klimaaktivprogramm des Klimaministeriums. Eines darf in der Schule von morgen nicht fehlen, eine moderne IT-Infrastruktur. Ich denke, sie ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um einen digital unterstützten Lern- und Lehrformen auch tatsächlich zu realisieren. Wir wollen haben, dass jede Schule angeschlossen ist an ein leistungsfähiges Glasfasernetz und innerhalb der Schule soll überall WLAN, aber wenn Sie so wollen, auch genügend Steckdosen vorhanden sein. Schließlich, die Schule von morgen verlangt nach einer neuen Architektur mit differenzierten Lern- und Lehrlandschaften. Wir denken an offene Lernzonen, an Klassen, um klassenübergreifende Kooperationen zu erreichen. Wir denken an Unterrichtsräume, die nicht einer Klasse zugeordnet werden, sondern einem Unterrichtsfach. Wir denken an Ruhezonen, an Aufenthalts- und Kommunikationszonen. Wir denken aber natürlich auch an die Arbeitsräume der Lehrer und Lehrerinnen, die unzweifelhaft in kleineren Raumeinheiten strukturiert sein müssen. Wenn wir Lehrende länger in der Schule haben wollen, Stichwort Ganztagsbetreuung, ganztägige Schulformen, dann müssen wir diesen auch mehr Platz geben. Ein kleiner Schreibtisch, ein Fach im Bücherkasten und das alles in einem großen und manchmal auch sehr lauten Konferenzzimmer, das ist nicht das, was wir anstreben. Mein Schlusswort, der SCHEP ist dringend erwartet worden. Corona hat uns ja so etwas wie eine ernsthafte wirtschaftliche Krise gebracht, nicht nur in Österreich, in Europa, in der Welt insgesamt. Und in dieser Situation zu sagen, wir bekennen uns zu einer Investition in den Bundesschulbau. Die Bundesregierung wird verlässlich in den kommenden 10 Jahren rund 2,42 Milliarden in die Sanierung und den Neubau stecken. Das ist extrem wichtig für die regionale Bauwirtschaft,
für das Baunebengewerbe, für die Möbelindustrie, für Planungsbüro und für alle die, die an dem Schulbau und Schulsanierung beteiligt sind. Verunsicherungen kann man nur durch Verlässlichkeit begegnen. Daher ist dieser SCHEP auch ein wenig mehr als nur ein Plan und Programm. Er ist das Signal für eine Bildungsgesellschaft in ökonomisch schwierigen Zeiten. So, wir kommen nun zu den Fragen. Erste Frage, ORF, Matthias Westhoff, bitte. Ich hätte an alle drei Herren eine Frage, konkret noch zu dem SCHEP sozusagen. Also das ist jetzt eine Form von Unterstützung, die nicht in dem 38 Milliarden Euro Hilfspaket abgedeckt ist. Das wäre die eine Frage an den Kulturminister, weil die Ungeduld so groß ist und jetzt der Gesundheitsminister angekündigt hat, dass es einen großen Schritt geben wird für die Kultur. Was heißt das konkret? Was wird ab Juni wieder möglich sein? Und an den Bundeskanzler, weil auch gerade noch die Meldung gekommen ist, dass auch die Schweiz von Schweizer Seite aus die Grenze zu Österreich öffnen will ab 15. Juni. Kann man das jetzt schon so bestätigen? Und mir ist noch nicht ganz klar, Deutschland hat ja auch angekündigt, ab 15. Mai das zu lockern, ab Freitag. Was gilt denn jetzt zwischen 15. Mai und 15. Juni an der deutsch-österreichischen Grenze? Danke. Dann beginne ich vielleicht einmal. Wie schon angesprochen, wir planen dasselbe Vorgehen, das wir mit Deutschland vereinbart haben, auch für Liechtenstein und die Schweiz anzuwenden. In den letzten Stunden haben da Gespräche stattgefunden. Der Innenminister, Außenminister und die Europaministerin machen da noch die Feinabstimmung. Aber grundsätzlich wird es da das gleiche Vorgehen geben wie mit Deutschland. Das bedeutet, es erfolgt in zwei Etappen. Ich habe das der Einfachkeit halber vorher weggelassen, aber Sie haben vollkommen recht natürlich. Es gibt nicht nur die vollkommene Öffnung am 15. Juni, geplanterweise, sondern auch mit 15. Mai Erleichterungen. Was bedeutet das? Es sind derzeit einige Grenzübergänge zum Beispiel vollkommen geschlossen. Es werden alle Grenzübergänge geöffnet. Es wird der Personenkreis, der reisen darf, etwas erweitert. Wir denken da zum Beispiel an Paare, die auf unterschiedlichen Seiten der Grenze wohnen. Und zum Dritten wird man von einer strikten Kontrolle übergehen zu einer stichprobenartigen Kontrolle. Die erste Frage, ob die Realisierung des Schulentwicklungsprogramms in diesen 38 Milliarden enthalten ist. Das Schulentwicklungsprogramm wird aus dem Budget meines Hauses realisiert. Das ist davon unabhängig. Ja, was die möglichen weiteren Schritte betrifft des Hochfahrens, möchte ich schon auf die Gespräche verweisen, die es hier bei den zuständigen Sektionen gibt. Die sind noch nicht fertig und es wäre, glaube ich, nicht sehr klug, Unfertiges hier anzukündigen. Das werden gerade Sie dann nicht gutieren. Die Fragestellungen im Kunst- und Kulturbereich sind ja bekannt. Mein Ziel ist es, dass diese Pläne gemeinsam mit den anderen Gebietskörperschaften, also vor allem mit den Bundesländern, auch nicht nur betrachtet werden, sondern abgestimmt werden, damit man dort gemeinsam zum Commitment kommt, wie man heutzutage sagt. Das ist das eine, das betrifft ja große Events, das betrifft auch kleinere und da gibt es natürlich entsprechende Bemühungen. Ich will da auf keinen Fall vorgreifen. Wir haben ja die Situation, dass wir in anderen Bereichen uns da leichter tun, weil ja hier nicht so groß, weil es hier nicht ums Auditorium geht. Ja, beim Sport haben wir einen minutiösen Aufsperrplan in der Etappe gehabt. Der wird ja nach und nach ausgerollt. 20. April, 1. Mai, 15. Mai kommt jetzt ganz viel Outdoor, 29. kommt Indoor. Aber man muss sehen, dass das ja in der Regel ohne Zuseher hier abgeht. Und das sind ganz andere Herausforderungen, denen man sich dort stellen muss, um das Ganze auch konsistent zu halten. Aber ja, die Bemühungen gibt es. Ich bin wirklich nur der Meinung, wir sollten hier alle einbinden, die es hier braucht, die sich auch gerne beteiligen an der Debatte, so wie die Landeshauptleute im Speziellen. Ich bin aber auch dafür, dass wir mit den entsprechenden betroffenen Institutionen die Gespräche weiter vertiefen, etwa im Theaterbereich, im Kinobereich, die sind ja alle bekannt, Museumsbereich ist ja jetzt auch unmittelbar vor der Öffnung und
Sie können alle nennen, und mir ist es auch die Event-Management und Event-Agenturen, das ist ja gar nicht so leicht mit diesen ganz großen Veranstaltungen etwa, wo ganz, ganz viele Leute auf engen Raum sind. Also da haben wir wirklich genug zu tun, aber einfach ist das nicht, das muss ich dazu sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass wir hier dort, wo es aufgrund der Schwierigkeiten nicht so schnell geht wie in anderen Bereichen, dass wir hier mit den finanziellen Unterstützungen vorankommen wollen. Wir haben eben heute hier an dieser Stelle vor wenigen Stunden ein 700 Millionen Euro Hilfspaket nicht nur hier vorgestellt, sondern das wird eben auch im Nationalrat eingebracht, weil da braucht es ja eine gesetzliche Grundlage, wo wir eben genau in dem Fall für die nicht gewinnorientierten, für die Gemeinnützigen eine Summe haben, die ihresgleichen in ganz Europa sucht. Da wird für die Kunst- und Kulturvereine natürlich ein größerer Teil dabei sein. Für die nicht gemeinnützig sind, die teilweise zum Beispiel zum Bund selber ressortieren, auch in der verlängerten Eigentümerschaft, da werden wir direkt über die Budgets schauen, wie es hier weitergeht. Das wird die Museen betreffen, die haben ja alle Einnahmenausfälle, das wird andere Häuser betreffen. Mir ist das alles bewusst und wir wenden uns dem weiter Schritt für Schritt zu. Nächste Frage, Herr Bruckner vom Trend und dann der Herr Sablatnik. Eine Frage an den Bildungsminister. Das Programm betrifft ja jetzt die Bundesschulen, aber es gibt ja auch Landesschulen. Gibt es da Koordination mit den Ländern, was den Ausbau der Landesschulen betrifft? Da betrifft es ja oft auch Schülergruppen, die nicht so bevorzugt sind wie in anderen Bereichen. Also die Frage ist, was ist mit den Landesschulen? Die Koordination erfolgt in den Bildungsdirektionen. Die Bildungsdirektionen sind ja Bund, Länderbehörden, gleichsam der richtige Ort, um diese Koordination vorzunehmen. Ich sage auch gleich aus meiner Erfahrung, die Gemeinden, die noch Schulen haben, Volksschulen haben, aber auch Mittelschulen haben, sind in der Regel unglaublich stolz auf ihre Schulen und investieren sehr schön in sehr schöne Schulen. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube auch, dass die Vorbildwirkung des Bundes, dass wir jetzt uns klar verpflichten und committen dazu, auch ihre Folgen in der föderalen Struktur, sprich in den Ländern, bei den Ländern haben werden. Nächste Frage, Herr Sablatnik, Tiroler Tageszeitung. Vielleicht noch einmal auf die Grenzöffnungen. Es hat sich gerade in Richtung Schweiz, Deutschland offenbar einiges getan. Gibt es trotzdem schon Dinge, wie es in die anderen Richtungen weitergeht? Also Näheres zum Beispiel zu Italien, Slowenien, Kroatien. Ja, da gibt es natürlich Vorstellungen und Überlegungen. Ich würde vielleicht beginnen mit unseren osteuropäischen Nachbarn, mit denen sind wir in einem sehr intensiven Kontakt. Ich gehe davon aus, dass wir da in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, schon einen Plan präsentieren können, der mit diesen Staaten auch abgestimmt ist. Und was andere Länder betrifft, wie zum Beispiel Italien, da ist die Situation natürlich eine problematische. Die Ansteckungszahlen sind weiterhin sehr hoch, ähnlich auch wie in Frankreich und wie in Spanien. Und insofern gibt es hier derzeit keine Perspektive auf eine baldige Grenzöffnung. Noch Zusatzfrage, Herr Sablatnik? Derzeit keine Perspektive, ich sage gerade Italien, geht auch in und über den Sommer, oder? Wir sind alle keine Wahrsager und wir sollten auch vorsichtig sein und nicht der Versuchung unterliegen, in diese Branche zu wechseln. Wir können nur die Zahlen beobachten und anhand der Zahlen die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn wir uns die Situation anschauen, dann würde ich sagen, dass sowohl die Entwicklung in Deutsch, Liechtenstein, Schweiz diese Schritte rechtfertigen, als auch die Entwicklung in Osteuropa rechtfertigt, dass wir hier einen Plan zur Grenzöffnung schmieden. Was Italien betrifft, sehe ich die Basis dafür derzeit nicht gegeben und ich kann Ihnen nicht prophezeien, wie sich die Situation in Italien entwickeln wird. Derzeit gibt es keine Basis dafür, über eine Grenzöffnung zu Italien nachzudenken. Zweiter Punkt, weil natürlich viele Österreicher auch ihren Urlaub planen,
Wir sind grundsätzlich einmal froh über jeden, der seinen Urlaub in Österreich verbringt. Zum einen, weil wir sehr niedrige Infektionszahlen haben und es daher vom gesundheitspolitischen Aspekt gut ist, hier Urlaub zu machen, wo die Chance, sich anzustecken, geringer ist als in anderen Ländern. Und zum Zweiten natürlich, weil es ein Turbo für unser Budget ist, für unsere Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt in Österreich, weil wir dadurch Arbeitsplätze in unserem Land erhalten und sichern können. Der zweite Punkt ist aber die Sorge, mit wem Österreicher in anderen Ländern zusammentreffen. Das ist nämlich genauso relevant. Es geht nicht nur bei den Urlaubsländern darum, wie sicher ist das Land selbst, sondern mit wem tritt man dort in Austausch. Und das werden wir auf europäischer Ebene noch intensiv besprechen müssen, betrifft Länder wie Kroatien oder Griechenland zum Beispiel. Herr Schmidt, ATV. Eine Frage zur Ankurbelung vom Konsum. Da hat Wien einen unkonventionellen Zugang. Offenbar, da wird es für alle Haushalte Geld auf die Hand geben, damit die Leute, also 50 Euro pro Haushalt, damit die Leute das Geld auch ausgeben bei Wirten und Ähnlichem. Wie sieht man von der Bundesregierung diesen Schritt? Könnte es da auch ähnliche Schritte von der Bundesregierung geben, um Konsum anzukurbeln? Und eine Frage zum Schichtbetrieb in den Schulen. Da hören wir von Klein- und Kleinstschulen, dass einige lieber weiterhin den Regelbetrieb führen würden, weil das aufgrund der Schulgröße und Klassengröße auch laut diesen Schulen umsetzbar wäre. Könnte es da möglicherweise Änderungen geben noch? Danke. Ich kann gern starten. Es gibt in vielen Regionen Österreichs regionale Ideen, um den Konsum anzukurbeln oder auch insbesondere den regionalen Konsum zu stärken. Das finden wir grundsätzlich positiv, ganz gleich in welchen Regionen von Österreich das stattfindet. Und meine Antwort ist, dieser Schichtbetrieb hat ja den Sinn, sozusagen weniger Schüler in die Schule zu bringen und mehr Platz den Schülern zu ermöglichen. Das ist eine Maßnahme, um eben Infektionsketten zu mindern. Wenn das jetzt Klein- und Kleinstschulen sind, die sagen, wir haben sowieso so viel Platz, dann müssen es schon wirkliche Kleine- und Kleinstschulen sein. Ich würde gerne haben, dass dieser Schichtbetrieb durchgeführt und durchgezogen wird, um letztlich auch den Eltern eine Sicherheit zu geben, da kann nichts Gravierendes passieren. Letzte Frage, ATV, aus der Presseagentur, Herr Habau, bitte. Ich bin mir ganz sicher, ob ich es überhört habe, 15. oder 16. Mai, diese Lockerungen, die ersten an den Grenzen, Freitag oder Samstag. 15. Mai. 15. Danke allen fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke.